Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir wieder ein bisschen Geld gesammelt, ein bisschen Geld eingezahlt für Nova und ja, das werdet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen öfter hören. Egal. Jedenfalls, Leia scheint ein Problem zu haben, was man an diesen Ausrufezeichen da erkennen kann. Deswegen fragen wir sie mal. Leias Geschichte beginnen? Aber na klar. Leias Kapitel, Leias Mission. Oh, hey, Luger. What's up? Got some juicy news you're just dying to share? You'll have to forgive Leia. She's become a raging scoopaholic. I wouldn't be surprised if she mugged me just to get a story in the crime blotter. Oh, come on. Stop it already. Oh, Chief. Are you chasing down a hot tip? Reporter Leia Rolando would be happy to help. No. Oh, come on. How else will I learn? Very well. Take this to the station. Chief? I'm sure you're ready for a simple errand. Off with you now. Chop chop. Oh, did you get a chance to look at that story I turned in yesterday? D-minus. The newspaper is not a diary for your rambling opinions. Next time, try having a point. What were you writing about anyway? Unemployment, the environment, corruption, culture. You can't just write about whatever pops into your head. You need to... I need to do what? Figure it out for yourself. I'm going for a walk. See you later. So that's Leia's boss. Mann, was für ein... Korinthenkacker, was? Was ist das denn? Typisch Boss, die sind offenbar alle so. Ja. Da ich nicht weiß, was das andere Wort bedeutet. Mr. Nice Guy and then bam, out come the fangs. People in charge always pull that. But he's a world-class writer. When you read one of his pieces, it's like the whole story unfolds in your mind. I would kill to have half his skill. So that's why you were trying to tag along with him? The man works so quickly, I've never seen how he does it. I thought this could be my chance. Well, guess I better get this to the station. Why don't we tag along, shall we? Thanks. Okay, let's get this done. Okay, das werden wir schon hinkriegen. Wir müssen nur wissen, wo der Bahnhof ist. Leias Post. Listen, Leia. I'm always happy to get texts from you, but... What's up? You sound serious. Hm? Enough with the emoticons already. I can barely even figure out what your messages are about. And what's with this creepy frog picture you sent over? How the hell is that supposed to look like me? What? The emoticons make texting cute and fun. And the frog has those morose little eyes that made me think of you. Du hast mein Mitgefühl, Alvin. Finde dich damit ab, Alvin. Ohne Emoticons kommst du heutzutage nicht mehr weit. Du hast mein Mitgefühl, Alvin, und ja, komm wir. Weil es ist irgendwie so, wenn man sich die Jugendsprache hier ansieht. If there's something you can't quite put into words, you can convey it with an emoticon. Hm. Got any examples? Well, like when you're bummed out or, you know, psyched up about something. You can't convey those in words? And you're a journalist? I mean, I could, but emoticons are cuter. It makes your mail all lively and fun. It makes the recipient happy to read it. Maybe that's true when normal people use them. But your messages are so packed with emoticons, it looks like some sort of facial expression cipher. Have some pity for the guy who has to decode them. Fine. I'll be more careful. Okay. Fällt gerade auf, ich tue irgendwie nur irgendwie Entscheidungen treffen, die irgendwie gegen Alvin sind. Weiß ich nicht, so meine kleine Rache wegen dem ersten Teil oder was? Unbeabsichtigt natürlich. Ach ja, meine Dings. Ich glaube, meine Katze ist wieder da. Goldklee. Leck mich an. Bye bye. Geh da wieder raus. So, wie sieht denn die Truppe aus? Ja, ist perfekt. So. Bahnhof. Bahnhof. Bahnhof da lang. Da sind wir schon direkt falsch. Boah. Ich sag doch erstmal den Bahnhof finden. Das ist bei mir schwer. Das ist schon ja so eine kleine Prüfung und so eine kleine.
Quest, die ich abschließen muss. Aber naja. Ich dachte, wenn ich jetzt das Goldplay noch bekommen würde, dann könnte ich direkt noch nebenbei den Auftrag erledigen, aber nein. Na gut, dann geben wir den Brief ab. Was auch immer genau ist. Excuse me. I'm from the Daily Triglyph. Ah, yes. You have it then? You that new girl they hired? Yep, that's me. Huh. And you're from Rizomaxia, right? So you guys just borrow power from spirits whenever you need anything? Well, yeah, I guess you could say that. Like, if you get diarrhea or something, you'd need to pray to the spirits or perform rituals to get better? Yeah. But you don't have to worry about that here. Our healthcare system is second to none. If you ever get the trots or anything, just let us know. Okay. Stimmt ja, sie ist von uns als einzigste aus, diese Maxia, ne? Was war denn daran so schockierend? Meinst du, er war absichtlich unhöflich? Ja? I don't think so, no, but that just makes it that much harder to deal with. It sounds like stories of Rizomaxian spirit worship get pretty mangled when they come over. He was a creep. If you let every Olympian misconception bug you, you'll grind your teeth down to the gums. I know. I guess I just get irritable when I'm hungry. You're hungry? Let's just get this back to the chief. He said he was going for a walk. He's probably still somewhere around town. Okay. Wenn wir dünn verfahren, wissen wir, was wir jetzt tun haben. I'm so hungry. A bar would probably be our best bet to get a bite around here. What do you think? Why are we doing this again? Can't you just use your GHS to call your editor? Even if I called, he'd never answer. Finding him on the street is our only shot. Okay, aber also doch. Also, ich habe auf die Karte geguckt, also ja. Alles klar. I'm back now, Chief. Gern geschehen. I'll help. Tell me something. Why do we do extensive research? In order to write articles for the newspaper? Okay then. And what do those newspaper articles require? Well, speed? Wait, no. Maybe accuracy? The station agent you gave the documents to is kind of a creepy fellow, right? Say you were writing an article about him. You think all you'd need is speed and accuracy? If you don't know the answer, you might as well give up. Was genau hat er denn damit sagen wollen? Da wusste er also bei dem Bahnhof Bediensteten Bescheid? Ja. Seems that way. I guess he knew the guy had issues with Rizomaxia, that he might give Leia some attitude. Maybe that's why the chief was going to deliver the documents himself. If I were to write an article about him. Anyway, he said I should give up trying to be a reporter if I didn't know the answer. Which means if I learn the answer, I can be a reporter. That's one way to look at it. Aha, genau das wollte ich auch gerade sagen. But first, I owe you one, Luger. Whenever you need help with your gig, just let me know. Okay, gib mir Geld. Okay, ich brauche ganz viel Geld. So ganz nebenbei. Great work out there. Today was another tough one, huh? You know, there's nothing I love more than a hard worker. So here, I got this for you. Oh, sehr schön, danke. Farbvariation, Leia. Stimmt, genau. Fähigkeitenbuch, Goldgräber. Noch was? Nein. So. Wo ist es? Oh, ich habe Outlet? Ach, da ist er wahrscheinlich, ne? Lotteria, Farbvariation. Ein rosa Fan? Was? Ach ja. Man kann sie wieder in rosa rumlaufen. Ja, sehr schön.
Sieht doch richtig schön aus. Gut, so. Ach ja, Dings habe ich auch schon wieder aktiviert. Falls wieder eine Trainingssession kommt. Aber naja, warten wir erstmal. Alles klar, dann. Weiß ich nicht, haben wir schon wieder keinen Plan von irgendwas. Wie sieht jetzt die Dingens aus? Beziehung. Oh, sie hat jetzt auch ein Herzchen. Sehr schön. Elvin, für dich brauchen wir auch noch ein Herzchen. Naja. Okay, gucken wir erstmal. Nehmen wir noch mal ein paar andere Story-relevanteren Missionen an. Ja, null. Oh, hi, Sam. Perfekt. Und... Oh, da ist ein Missionsding, okay. Gemüseset. Paar Mill. Da können wir nicht hin. Es geht auch im Fall einer einzelnen Garnitur. Zeigt mit euren Künsten, weil ich brauch's auf der Stelle. Schatten, das klingt wieder nach einem Dingens. Ja toll, Hamill, da sind wir doch noch gar nicht. Was ist denn das überhaupt? Da, die Leute, die hat ja jetzt gucken, die sind voll verwirrt. Ich bin's. Na gut, dann hier, Nova. Nova ist die Kundin, was? Kitty Crisp. Katzensichtung. Mein Kater Wurzel wohl gesehen. Ein Reisender hat eine Katze in ein Loch im Südosten verschwinden sehen. Katzen mögen enge Orte. Sagut, Stromteilwiese. Da sind wir überall noch gar nicht, ey. Triglyph Wohnbezirk, das ist nicht weit. Tut mir etwas gegen. Kannst du nicht meine Wohnung rumtreiben? Ich warte draußen. Mach mal das. Und das hier. Okay, wird das hier angezeigt? Nein, okay. Aber ich glaube, wir müssen. Wo ist der Wohnbezirk? Ist die Wohngegend? Da ist hier die Technologiestraße, dann muss da hinten der Bahnhof sein. Falsch. Dann. Mein Gott, ich komme hier bei dieser Kreuzung einfach nicht klar. Wohngegend, so. Wohnbezirk, mein Gott. Ne, Schweigerfahrten, mein Gott. Ich hier wieder nicht klarkommen. So, nochmal. Gucken wir mal. In Triglyph Wohnbezirk und Technologiestraße. Okay. Wir sind hier im Wohnbezirk. Ne, wir sind Handelsbezirk. Mein Gott. Ich weiß, was zur Technologiestraße. Da weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Ja, mein Gott. Wo ist denn hier was? Sollte mir die Mission mal ein bisschen besser angucken, ne? Ich Idiot. Die Schulden, Teil 1. Nein, hier. Eine Bestätigung der Vermieterin abgeben. Tu etwas gegen die Katzen, die sich in meiner Wohnung rumtreiben. Ich warte draußen. Okay. Ach, hier, mein Gott. Die Katze liegt mitten im Flur im Weg herum und bewegt sich kein Stück. Das ist wirklich ein Problem. Okay. Oh, geil. Los, du kommst mit. Fangen. Malik gefangen. Hey, was? Wir haben Melly. Wir haben Captain Melly gefangen. Wie viele Katzen haben wir jetzt? 15? Oh, das war einfach. Ach, hast du diese Plagge endlich aus der Welt geschafft? Was für eine Erleichterung. Es muss einen Weg geben, wie ich es hier zurückzahlen kann. Mit Geld. Miau. Wenn nur alle Katzen so gut benehmen würden wie der kleine Rollo hier. Ich höre bestimmt sich. Benimmt sich dein Bruder Judas in letzter Zeit nicht so vorbildlich? Miau. Keine Sorge, ich werde dich nicht rausschmeißen oder dergleichen. Ich habe gesehen, wie ihr beiden versucht habt, das Beste aus eurem Leben zu machen. Ihr hattet es nicht leicht. Nun, dein Bruder hatte immer mal wieder Damen besucht. Das hat jetzt ihm sicher etwas leichter gemacht. Ja. Miau. Ich weiß doch, wie du immer auf der Schaukel im Park gesessen hast, jeden Abend bei Sonnenuntergang. Du hast dort stundenlang gesessen und darauf gewartet, dass dein Bruder von der Schule kommt. Wenn er jetzt nach Hause käme, würde man ihn wohl bloß verhaften. Ja. Kopf hoch, überall hat man es heutzutage schwer. Ich will nur das Beste für euch. Ihr seid für mich wie eine Familie, das weißt du doch. Ich meine, solange du deine Miete rechtzeitig bezahlst. Klar. Ja.
Als ob ich nicht schon genug Geldprobleme hätte, ey. Jeder will Geld von mir. Was habt ihr eigentlich alle für Probleme? So, Auftrag kann als erledigt gemeldet werden, mein Gott. So, dann noch zur Technologienstraße. Da wartet auch noch irgendwie was auf uns. Haben wir die Story relevanteren Dinger schon mal erledigt. Gib Nova die Mitschülerliste. Bitte bring mir die Mitschülerliste. Die hast du auch bestimmt bei dir zu Hause. Ja. Nochmal zurück. So, wo wohne ich nochmal? Ich nehme an, direkt da, ne? Das wäre schon mal ein guter Anhaltspunkt, finde ich. Ich glaube, ich wohne hier. Nein. Im ersten Stock, ne? Im zweiten Stock. Ja, kennt ihr das nicht auch, wenn ihr mal vergessen habt, wo ihr wohnt? Wenn ihr ganz durch die Straße läuft, wo bin ich? Da wohne ich hier. Wohne ich hier? Hallo, wohne ich hier? Ah, ich wohne hier, gut. Sehr schön. Da, wo habe ich hier was? Mitschülerlisten, wo könnte denn die denn sein? Hier lässt jemand, die Tür ist verschlossen. Dann tritt sie doch ein, ne? Ja, ich könnte mal hier schlafen, ne? Wenn wir ein paar P wieder zu bekommen. Und TP. Und Tipo. So, prüfen. Mitschülerliste, sehr schön. Und wieder raus. Finde ich gut, wenigstens erreichen wir irgendwas. Wir brauchen immer noch voll viel Geld. So ein bisschen Open World ist das schon, ne? Solange man nicht die Story irgendwie weiterführt, kann man ja hingehen, wo man will, glaube ich. Glaube ich. So, jetzt müssen wir zum Technologienviertel und Nova die Liste geben. Ah, die ist da, okay. Da wird wesentlich auf der Karte angezeigt, sehr schön. Alles klar, wo bist du? Du warst hier irgendwo, da bist du. So. Ludka? Danke, du hast mir wirklich aus der Patsche geholfen. Ich habe dich für deine Mühen. Ich habe dir was für deine Mühe mitgebracht, aber es ist nicht viel. Hey, du bist bestimmt überrascht, mich hier mit Aaron zu sehen. Um ehrlich zu sein, wollte ich mit all unseren Klassenkameraden eine Party für dich schmeißen, um dir Mut zu machen. Und rate mal, wer sie plant. Aaron von der Chemie AG. Wir hatten heute ein Meeting und dachten, wir feiern ein bisschen, solange wir hier sind. Warte mal, Loa, du hast mir nicht gesagt, dass dieser Klassenkamerad von uns Ludka ist. Ach, jetzt komm schon, er hat eine kleine Party verdient, oder nicht? Außerdem würde ich gerne dieses Duett hören, das ihr immer gesungen habt. Vergiss es, ich mach da nicht mit. Jetzt warte doch mal, die letzte Zeit war für Ludka sehr schwierig und nun... Das weiß ich, alle aus unserer Klasse wissen es. Sein Bruder ist ein Terrorist und hat, du hast es ihm einen riesigen Schuldenberg eingebrockt. Er bringt nur Unglück und ich will nichts mit ihm zu tun haben. Was? Aber... Ich hab dir mal vertraut, Ludka. Wie konnte ich nur so naiv sein? Bastard. Ach, Ludka, warte. Nimm es nicht persönlich. Du kennst Aaron. Er muss immer überreagieren. Du weißt doch sicher, dass er jeden Tag in einer Schlägerei geraten ist. Er wird sich wieder beruhigen. Das tut er immer. Mhm. Na toll, jetzt bin ich wieder Depri. Nur was Bestätigung. Also, hey. Auftrag kann als erledigt gemeldet werden. Yay! Da gehen wir mal mit Depri-Stimmung hier raus und ich gehe schon wieder falsch. Irgendwann werde ich das schon wissen. Ich weiß noch mal, wie ich früher mein Fallout, mein Haus gesucht habe in Megaton. Ne, das war genauso schlimm. So, Bericht. Ein Geistesring. Und eine Heilarmspange. So. Haben wir wieder was Neues. Immer noch ich bin's, was? Ich baue auf der Stelle. Katzensichtung, Taubalan, Höhenstraße. Ich habe immer noch kein besseres Dingen. So, Taubalan, Höhenstraße. Also nicht hier. Ich geh mal wieder dahin und hau irgendwas kaputt.
Meine Katze ist zurückgekehrt. Goldklee. Will mich verarschen? Ist er wieder raus? Es war sofort. So, jetzt kommen wir schnell zur. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Es wäre so blöd. Ah. Ich glaube, neue Waffen können wir auch noch nicht kaufen, ne? Ich letztes Mal nachgucke, ich habe immer noch keine neuen Waffen mit, sondern eigentlich. Hier ist mit Rüstung aus. Na gut. Dann. Wollte nicht. Können wir mal die Elite Monster versuchen. Mein Controller. Wo ist es? Im Aladdin-Pfad. Am Aladdin-Pfad. Ja, ne, da kann ich jetzt auch hin. Mit dem Zug, ne? Ja, ne? Der ist doch direkt da, wo Hamil ist. Boah, muss ich das annehmen? Ne, okay. Oh, ich habe so viele Dinger. Auftrag abbrechen ist dann für immer weg? Nein, ne? Hm. Weiß ich nicht. Wenn alles König ist, verliert das Wort doch jede Bedeutung. Ja, da machen wir irgendwann später. Da würde ich mal sagen, wir gehen schon mal zum Aladdin-Pfad. Ja, warte mal, was wollte ich denn nochmal machen in der nächsten Folge? Ich habe jetzt eigentlich das hier alles schon erledigt, ne? Ich bin jetzt ein bisschen voll verpeilt. So, kaufen wir mal hier. Ne, kaufen wir mal nichts ein. Ich werde Geld schnell loswerden, ne? Katzensichtungen, sehr gut. Stromteilwiese. Ist das da, wo der Aladdin-Pfad irgendwo ist? Ich frage mich, ob ich im Hafen auch irgendwie so Dinger annehmen kann. Da wäre nämlich schön. Egal, ich würde sagen, aber ich beende erstmal den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.